Vertagte Zukunft, so heißt es das Buch von Peer Steinbrück. In den letzten Tagen machte der deutsche Politiker einen kurzen Abstecher zu uns auf die Insel, um im Buchhaus Voss einige Exemplare für interessierte Leser zu signieren. Ein Buch mit tieferen Sinn, weiß auch Peer Steinbrück. Der Sinn des Buches ist nicht zurückzugucken im Zorn auf einen oder mit Wunden auf einen verlorenen Bundestagswahlkampf, sondern ich glaube, dass in diesem Bundestagswahlkampf und danach zentrale Fragen für die Zukunft Deutschlands eine zu geringe Rolle spielen. Wir sind sehr bequem, wir sind sehr selbstzufrieden, wir haben den Eindruck Wohlstand, innerer Friede, Europa, das entwickelt sich wie selbstverständlich immer weiter, auch für kommende Generationen, und davor warne ich ein bisschen. Deutschland steht im Vergleich mit vielen anderen europäischen Staaten gut da. Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum sind zufriedenstellend, Arbeitslosenquote und Verschuldung halten sich im Rahmen. Aber kann man tatsächlich mit Politik heute noch die Probleme eines Landes lösen? Ich glaube, dass die Politik zu sehr dazu tendiert, sie will die Leute nicht anstrengen, sie will nicht anecken, und viele Bürgerinnen und Bürger wollen sich sehr bequem in einer permanenten Gegenwart einrichten, wollen mit Politik nichts zu tun haben. Eigentlich vertrauen sie der Politik gar nicht. Aber auf der anderen Seite wollen sie, dass die Politik ihnen alle Probleme löst. Das ist ein Widerspruch. Kein Anlass zur Sorge also. Keineswegs, meint Peer Steinbrück. Wohlstand und Stabilität sind gefährdet, wenn wir aus Ruhebedürfnis weiterhin alle heiklen Themen verdrängen. Deutschland braucht dringend einen neuen Generationsvertrag und neue Spielregeln für das Internetzeitalter. Wenn Sie mitkriegen, dass ein amerikanischer Nachrichtendienst das Handy von Frau Merkel abhört, dann ist das das eine. Viel empörender ist, dass die viele Handys von uns allen abgehört haben. Aber diese Digitalisierung wird alle Arbeitsplätze berühren. Die Musikbranche spürt es als erstes, das Verlagswesen spürt es jetzt als zweites. Was macht so ein Verleger, wenn eines Tages die Leute gar kein Buch mehr in der Hand haben wollen, sondern sie haben nur so ein iPad, auf dem sie lesen? Aber es wird auch viele Industriearbeitsplätze verändern. Wer kümmert sich, wer setzt sich mit diesen Fragen auseinander? Oder tun wir so, als ob sich das schon irgendwie so zurechtrückelt? In Norddeutschland würde man sagen, das läppt sich uns zurecht. Ist das richtig? Ich glaube nicht. Peer Steinbrück unterzieht unsere bundesdeutsche Gegenwart einer schonungslosen Analyse und wirft einen genauen Blick auf die Herausforderungen, deren Bewältigung die über Deutschlands Zukunft entscheidet. Naja, es gibt nicht den Knopfdruck, sondern alle Leute sollen sich einbringen. Sie sollen es nicht einfach der Politik überlassen. Es ist so leicht, auf die Politiker auch zu schimpfen. Aber auch in einer Phase, wo wir es jetzt mit Flüchtlingen zu tun haben, sich einzusetzen, dass die demokratische Substanz, dass die Toleranz, dass Fremdenfeindlichkeit nicht durchschlägt, das ist auch Aufgabe jedes Staatsbürgers, jeder Staatsbürgerin. Man wird sich für die Demokratie einsetzen müssen, sonst sagt sie eines Tages Ade. So erlebten wir ihn. Prägnant und kompetent, leidenschaftlich und mit viel Augenmaß. Danke, Peer Steinbrück.